Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder eine Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Schönen guten Tag, ja. Guten Tag, Herr Toffer. Mein Name ist Hanne Stein und ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Ich rufe Sie von CryptoGenius, ja? Ja. Sie haben Interesse. Okay, sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, ich bin Hanne Stein. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin und werde Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto richtig zu aktivieren, okay? Okay, super. Herr Toffer, am Anfang, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung oder ist das erste Mal für Sie? Nee, ist ganz neu. Aha, haben Sie gar keine Erfahrung, ja? Gut, richtig. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, ganz genau darum, Sie bekommen von unserer Seite den ganzen professionellen Unterstützung, ja? Ja. Das bedeutet, Sie werden immer Kommunikation haben mit Ihrem persönlichen Finanzberater, ja? Sie bekommen von unserer Seite Ihre persönliche Finanzberater, ja? Und diese Person wird für Sie die wichtigen Positionen öffnen und schließen am Finanzmarkt. Diese Person ist Profi in diesem Bereich und das Einzige, was Sie benötigen zu machen, ist Ihr Finanzberater zu folgen, okay? Aha. Und Sie haben gesagt, dass Sie keine Erfahrung haben, ja? Ja, und jeder Finanzberater arbeitet individuell mit den Kunden, ja? Aha. Und Sie bekommen auch Zugangsdaten von meiner Seite und Sie können selber kontrollieren, welche Profite und Gewinne haben Sie, wie hier alles funktioniert und so weiter und so fort, okay? Okay, Herr Toffel, Sie machen selber gar nichts und das Einzige, was Sie benötigen, ist ein oder zweimal mit Ihrer persönlichen Experte sprechen, okay? Okay, Herr Toffel, hallo? Ja. Was denn? Nicht weiter. Hallo. Hallo? Ja. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, welche Fondsmethode haben Sie? Ich kann Sie kaum hören. Wie bitte? Jetzt höre ich Sie wieder. Okay. Jetzt, Herr Toffel, jetzt werden wir Ihr Handelskonto zusammen aktivieren. Was machen Sie? Darf ich fragen? Was meinen Sie? Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Ich leite Sie weiter, okay? Eine Minute bitte. Hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Toffel? Ja, Herr Karl Toffel. Herr Toffel, also ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung, ja, Herr Toffel? Aber ja, das hat ja schon die Frau gerade eben gesagt. Genau, Herr Toffel. Und sagen Sie mir bitte, Herr Toffel, ich werde Sie begleiten, ja? Na, ja. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder sind Sie ganz neu bei uns? Ja, aber warum ist denn jetzt eine andere Frau dran? Weil ich bin auch also Manager von Frau Hanne Stein, ja? Und deswegen, also ich werde Sie begleiten, ja? Ja, aber warum denn jetzt auf einmal? Also, das ist unsere Sache, ja, Herr Toffel. Also, ich bin Manager, ja? Ich finde das komisch. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, also, Sie sind neu, ja, bei uns? Ja, haben Sie aber gesagt. Das habe ich ja auch der anderen Tante schon gesagt. Ich möchte einfach überprüfen. Ja, ich möchte einfach überprüfen. Herr Toffel, arbeitet die nicht richtig? Warum fragen Sie das? Woher haben Sie das gedacht? Naja, weil ich ja jetzt einfach weitergegeben wurde. Ja, Herr Toffel, also Sie wissen das, es gibt Manager auch und es gibt Angestellte auch, ja? Aha. Ja, möchten Sie auch also wieder mit Frau Stein reden? Ja, mir ist egal, aber ich verstehe halt nicht, warum ich einfach weitergegeben werde. Nee, Herr Toffel, also wie gesagt, Frau Stein ist Angestellter, ja, ich meine Ihre Managerin, ja, Kontomanagerin. Herr Toffel, haben Sie Fragen? Natürlich, ich werde Ihnen alles erklären, ja, wie es läuft, wie es passiert und so weiter und so fort, ja. Natürlich, also wissen Sie, wie es läuft, wie es passiert, also was bekommen Sie von unserer Seite, Herr Toffel? Sie wissen, dass es die Investition ist 250 Euro, ja? Ach so, nee, das hat sie nicht gesagt.
Ich weiß, sage das Ihnen, das erste Investition ist 250 Euro und nach erster Investition Ihr Handelskonto wird aktiviert, ja? Und nach dieser Aktivierung, Sie bekommen von unserer Seite Zugangsdaten, womit Sie werden einloggen und Sie werden sehen, Ihr Handelskonto, natürlich Ihren Betrag wird reflektiert auf Ihrem Handelskonto, ja, Herr Toppel? Ja, und danach also bekommen Sie von Ihrem Finanzberater einen Anruf, damit Sie können schon einsteigen und dann fangen zu handeln, ja, Herr Toppel? Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre Ziel und Motivation? Haben Sie bestimmte Wunsch, was Sie erreichen möchten? Ja, Geld. Geld verdienen. Und haben Sie bestimmte Wunsch, womit, mit welcher, also dieses Geld ausgeben möchten? Zum Beispiel viele Kunden sagen, dass sie möchten ein Auto kaufen oder ein Haus renovieren zum Beispiel. Haben Sie solche Wünsche? Nee, meine Wünsche sind einfacher. Einfacher. Okay, das ist kein Problem. Also Sie möchten zuerst einfach natürlich also ausprobieren, ja, wie es läuft und wie es passiert, ja, Herr Toppel? Alles klar, überhaupt kein Problem. Ja, Toppel, ja, wie gesagt, erste Investition ist 250 Euro, ja, und danach von unserer Seite bekommen Sie Zugangsdaten, ja, Herr Toppel? Ja, okay. Dann, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, wir können schon weitergehen und Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Und danach, wie gesagt, von unserer Seite bekommen Sie Zugangsdaten, ja? Gehen wir weiter? Okay, alles klar. Ja, Toppel, dann sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Benutzen Sie vielleicht PayPal? Weil natürlich haben wir PayPal, ja? Und es ist, wie gesagt, also schnellste Zahlungsmöglichkeit, ja? Haben Sie PayPal? Nee. Okay. Nee, haben Sie nicht? Nee. Okay, Herr Toppel, ich habe, also ich höre Hintergrund, also Geräusche, ist alles gut bei Ihnen? Ja. Okay, weil es, also akustisch höre ich Sie nicht so gut, deshalb habe ich Sie gefragt. Ach so. Genau, ist alles gut? Ja, ja. Okay, deshalb, akustisch, können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Vielleicht, ja. Okay, deshalb habe ich Sie gefragt. Ja, also ich war so ein bisschen schwierig. Ja, Herr Toppel. Okay, Herr Toppel, wie verstehen Sie Finanzmarkt, ja? Also wie denken Sie, welche Erwartungen haben Sie? Also wie denken Sie, also wie viel können Sie verdienen? Weiß ich nicht. Wie viel kann man denn da verdienen? Genau, so. Das ist eine standardische Frage, was ich also meine Kunden stelle, ja? Wie viel kann man verdienen, ja? Das ist, genau, alles klar. Okay, dann können wir, Herr Toppel, diese Transaktion jetzt machen, diese Investition, womit wird Ihr Handelskonto also aktiviert, ja? Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen PayPal. Ja, haben Sie auf Ihrem PayPal-Konto 250 Euro natürlich, ja? Ich habe kein PayPal. Sie haben kein PayPal. Benutzen Sie Online-Banking oder Kreditkarte? Welche benutzen Sie? Kreditkarte oder benutzen Sie Online-Banking? Ja, das habe ich. Online-Banking haben Sie? Ja, beides. Beides. Okay, dann können wir, also, welche möchten Sie zu benutzen? Online-Banking oder Kreditkarte? Was ist denn da besser? Wir können das also mit Kreditkarte versuchen. Das ist natürlich auch ganz einfach und wir können das ganz schnell natürlich also machen, ja. Okay, ich werde in diesem Fall Ihre E-Mail-Adresse überprüfen, was Sie bei uns eingegeben haben, ja. Ist das karl.toffel@gmx.net? Ist das richtig? Okay, alles klar. In diesem Fall werde ich Ihnen unsere offizielle Zahlungsmethode senden, ja, ja. Unter Ihre E-Mail-Adresse, ja. Einen kleinen Augenblick bitte, ja? Ja, ja. Alles klar. Als Betreff werde ich also Zahlungsmethode, ja, schreiben, ja? Einen kleinen Augenblick bitte. Sagen Sie mir bitte zuerst, sind Sie jetzt mit dem Handy oder benutzen Sie gerade Computer? Jetzt gerade das Telefon. Das Telefon, aber haben Sie dabei jetzt also in der Nähe Computer? So was habe ich. Okay, also mit dem PC wäre es also einfacher für Sie? Das ist mir egal. Okay, können Sie bitte Computer einschalten? Das wäre einfacher für Sie. Ich warte auf Sie auf der Linie. Okay, sehr gut. Was ich denn? Ich warte auf Sie. Nein, nein, ich bleibe auf der Linie und ich warte auf Sie, bis Sie Ihr PC einschalten. Okay. Okay, nehmen Sie Zeit, ruhig, kein Problem.
und sagen Sie mir, wenn es schon hochgefahren ist, ja? Mhm. Herr Tövel, wie weit sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt schon im Flur. Wie bitte? Ich bin schon im Flur. Also, ist Ihr PC schon hochgefahren, Herr Tövel? Ja, gleich. Okay, kein Problem. Mhm. Und dann überprüfen Sie bitte also... Ja, Posteingang, ja? Ja. So, jetzt habe ich den Computer an. Okay. Muss der erstmal hochfahren. Genau, genau. Mhm. Kein Problem. Ja. Genau, und dann überprüfen Sie also Ihre E-Mail, ja? Posteingang. Ja. Okay. Es soll von meiner Kollegin von Hanna Stein angekommen sein, ja? Unsere offizielle Zahlungsmethode vor Kreditkarte. Mhm. Mhm. Das ist schön. Genau. Und bitte lesen Sie mir vor, was Wittstein ausbetrifft, ja? Ja. Wenn Sie diese neue E-Mail bekommen, ja? Ja. Haben Sie denn schon die E-Mail verschickt? Natürlich habe ich schon geschickt. Okay, dann gucke ich da gleich mal nach. Okay, ich warte auf der Linie. Ja. So, jetzt habe ich den Computer fertig hochgefahren. Okay, super. Mhm, gleich kann es losgehen. Okay. Also loggen Sie sich ein in Ihre E-Mail. Mhm. Mhm. So, und wo ist jetzt die Nachricht? Okay, also es soll in Posteingang sein, ja? Hm. Haben Sie überprüft? Wo denn da genau? Also ich habe unter diese E-Mail-Adresse also gesendet, karl.toffel@gmx.net. Ja. Genau, es soll auf jeden Fall unter Ihrem Posteingang sein, ja? Gelandet wurde, ja? Hm. Wo denn? Genau. Posteingang. Überprüfen Sie bitte. Ja. Posteingang. Ich bin im Posteingang. Aber ich sehe das nicht. Da ist nichts. Haben Sie die E-Mail auch wirklich versendet? Ja, genau. Aber die ist nicht im Posteingang. Hallo? Ja? Die ist nicht im Posteingang, die E-Mail. Okay, ich überprüfe es. Moment mal bitte. Ja. Soll ich Ihnen mein Passwort geben? Dann können Sie mal gucken. Also, Ihren Passwort soll ich also nehmen und ich kann es überprüfen? Ja. Okay, einen kleinen Augenblick bitte, Moment. Okay, Herr Tövel, okay, ich werde Ihnen weiterleiten an meine technische Abteilung, damit
Herr Kappel kann Ihnen dabei helfen, ja? Ihre E-Mail zu finden. Moment mal bitte. Das ist schön. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Johann Gurken am Apparat. Spreche mit Herrn Toffel? Ja. Okay, Herr Toffel, ich werde Ihnen dabei helfen, okay? Ja. Alles bis zu Ende zu machen, okay. Sagen Sie bitte mir, wo befinden Sie sich? Im Badezimmer. Im Badezimmer, okay. Was machen Sie da? Jetzt halt gleich ein Kackchen. Okay, haben Sie das erfolgreich gemacht? Ja. Steht das successful mit grünen Farben? Was? Ich meine, steht das successful mit grünen Farben? Ich verstehe den Wort nicht. Also, okay. Wenn Sie haben alles beendet da, ja, Sie können alles weitermachen. Okay? Ja, ja. Okay, am Anfang brauchen Sie am Computer zu sitzen und nicht am Monitor, ja? Und danach alles geht weiter. Okay? Ja. Okay, Herr Toffel, also, sind Sie Toffel wie Kartoffel oder wie Teufel? Nee, Kartoffel. Kartoffel, okay. Weiter. Also sagen Sie bitte mir, haben Sie Ihre Computer schon angeschaltet? Ja, das habe ich mit der Frau zusammen gemacht. Also, hat sie schon beigeholfen. Das ist das zweite Mal. Was? Nein, nichts. Haben Sie Ihre Computer schon angeschaltet? Ja. Okay. Und warum höre ich solche Geräusche? Weiß ich nicht. Ich bin ja noch auf Toilette. Also, okay. Wie lange brauchen Sie da bleiben? Na, ich bin gleich fertig. Ich muss nur noch die Kackstreifchen wegmachen. Okay. Machen Sie das mit Ihrem Handy? Sie können mir auch die Lautsprecher schalten und so mit zweiter Hand arbeiten. Oder sind bei Ihrer beide Hand also beschäftigt? Jetzt bin ich gerade beschäftigt. Die Toilette ist verstopft. Also haben Sie kein Wasser mehr? Doch, ich habe noch Wasser. Wieso ist bei Ihnen das Wasser aus? Also haben Sie Computer, also haben Sie Laptop wahrscheinlich? Nee, ich habe einen Computer. Normale PC haben Sie? Ja. Also es steht im Badezimmer? Nee, im Büro. Nee, im Büro, okay. Können Sie irgendwie im Büro? Ja, okay. Da komme ich jetzt gleich wieder an. Okay, machen Sie das. So, jetzt bin ich gleich wieder am Computer. Wo muss ich denn jetzt drücken? Weil wir sind ja da beim Öffnen von die E-Mail. Und da ging das irgendwie nicht weiter. Und jetzt sprechen Sie gar nicht mehr mit mir. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Also, so kann ich, weiß ich nicht, so wirklich nichts. Wenn wir nicht miteinander sprechen. Lieber Herr? Hallo? Was machen wir jetzt so lange? Guten Tag, wie kann ich denn behilflich sein? Ja, guten Tag, Herr Gerald. Können Sie mir gut hören? Ich kann Sie hören, ja, aber ich bin nicht Herr Gerald für Sie. Ah, ja, und mit wem spreche ich? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Okay, kein Problem. So, mein Name ist Thomas. Ich bin Ihr persönlicher Account-Manager von HubSpot for Finviz. Wen möchten Sie haben? Ja, wissen Sie, Sie haben Ihre Daten bei Währungsprodukt Immediate Edge Germany hinterlassen, ja? Stimmt das? Daten hinterlassen. Immediate Edge, ja, es ist unsere was Werbung. Ja? Ja, ich möchte Ihnen sprechen, dass Sie haben bis heute keine Handelskonto aktivieren. Ja, was passiert? Vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen, die Sie bezweifeln oder irgendwas? Ich kann Ihnen helfen, alle Fragen antworten. Ja, es ist kein Problem für mich. So, bitte fragen Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder so. Wen möchten Sie denn sprechen? Noch einmal bitte. Wen möchten Sie denn sprechen? Kann es nicht verstehen. Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, wissen Sie, ich möchte mit Sie sprechen, ja, über Handlung, ja, Trading und so weiter, ja. Sie haben bei uns registriert, ja. Stimmt das? Bedeutet das, dass Sie haben ein Interesse an Handlung, ja? Stimmt das? Auch die Fragen beantworten, die man Ihnen stellt. Noch einmal bitte. Ich dachte, Sie möchten die Fragen beantworten, die man Ihnen stellt. Das tun Sie aber nicht. Dann fragen Sie, wenn Sie
irgendwelche Frage über unsere Handelsplattform haben, ja, dann können Sie diese Frage stellen. Wen möchten Sie denn sprechen? Wen möchte ich sprechen? Mhm. Nun, mit dir, ganz laut, ja, so. Wie kann ich antworten auf diese Frage? Ja, ich sag... Naja, wenn Sie Deutsch könnten, dann würde ich auf diese Frage auch antworten. Ja, aber ich antworte auf Frage, die mit unserer Finanzenforum verbunden ist, ja? Ich kann Ihnen nicht ganz alle Fragen, ja, wie Sie haben beispielsweise, was habe ich gegessen, ja, das, auf diese Frage antworte ich nicht, ja? Das ganz, ganz klar, ja, ich bin professionell natürlich, und ich antworte auf Frage, die Sie stellen über unsere Finanzenplattform, ja? Dann, wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Finanzplattform haben, über Handlung, über Ihre Kontoaktivierung, ja, dann fragen Sie mir bitte. So, und ich würde auf diese Frage antworten, ganz klar. Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ich habe auf diese Frage Ihnen geantwortet. Ja, ich möchte mich noch einmal sagen. Ja. Nein. Ja, ich habe Ihnen geantwortet. Vielleicht haben Sie mir nicht verstanden, ja. Sie können mir ein bisschen klären, diese Frage, ja. Vielleicht diese Frage, nicht so kompliziert ist. Ja, vielleicht... wäre es besser, wenn Sie ein bisschen erklären, ja, was bedeutet die über diese Fragen, ja? Naja, vielleicht wäre es besser, wenn Sie erstmal Deutsch lernen, bevor Sie irgendwelche Menschen anrufen und auf den Sack gehen. Wissen Sie, mein Deutsch ist ganz gut. Ich verstehe ganz alles, ja, aber was möchten Sie von mir? Ja, kann ich leider nicht verstehen. So, welche Frage haben Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? So, dann welche Frage haben Sie? Wen Sie sprechen möchten. Sie möchten sprechen? Oh, das ist wunderbar. So, dann können Sie mir anfangen, ja? Ich kann Ihnen noch einmal sagen, dass wir haben mit Handeln zu tun, ja? Das bedeutet, dass wir Handel machen, ja? Sozusagen kaufen wir mit weniger Preise, verkaufen wir mehr, ja? Und auf diesen Unterschied machen wir einen Profit, ja? Und für unsere Kunden, wie Sie auch, ja? Wir liefern Möglichkeit mit uns das machen, ja? Damit Sie auch sich profitieren, ja? Ist es klar für Sie, ja? So, dann kann ich Ihnen erklären, ja, welche Finanzmöglichkeit liefern Sie? Liefern wir für Sie, ja. Erste Möglichkeit, ja. Sie können mit unserem Finanzenroboter mitarbeiten. Verstehen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie überhaupt etwas über Finanzroboter oder haben Sie vielleicht etwas gehört darüber? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ich möchte sprechen über Roboter, verstehen Sie, ja? Und sage Ihnen, ja? Ich frage Ihnen. Ich habe Ihnen gefragt, ja? So, wissen Sie, okay, ich kann auf Ihre Frage stellen, ja? Aber ich möchte auch für Sie eine Frage stellen, ja? Damit meine Frage hilft, auf Ihre Frage zu antworten, verstehen Sie? Ja, es ist, nun, ganz okay, ich glaube. So, dann können Sie mir bitte antworten, ja? Haben Sie etwas zu tun mit diesem Roboter, ja? Haben Sie... vielleicht etwas über diese Roboter gehört, bevor. Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, so, ich kann Ihnen sagen, dass, okay, wissen Sie, wenn Sie etwas nicht über diese Roboter wissen, ja, dann kann ich Ihnen alles erklären. Verstehen Sie, dieser Roboter ist unser mathematischer Algorithmus, speziell, ja, der ganz automatisch, ja, ohne Ihre Hilfe arbeitet, ja, und handelt. Ja, er findet die beste Chance, die beste Variante für Handlung, ja? Und dann macht er ihre Job. So. Mit unserem Roboter, ja, können Sie bis 30% pro Woche von Ihrem Konto verdienen, ja? Es ist, ну ja, ziemlich gut, ich glaube, ja? Weil im Bank beispielsweise, ja, Sie bekommen nur 2% pro Jahr, ja? Pro Jahr. Hier sage ich 30% pro Monat, ja? Und auch im Bank können Sie zum Beispiel nicht Ihr Geld zurückgeben. Ja, bei uns Ihr Geld, ja, Sie haben Zugang ganz täglich. Sie können heute mehr investieren, morgen weniger, ja, es ist ganz okay, verstehen Sie. So, und ja, deswegen 30% auch gut ist. So, wenn Sie beispielsweise wenig Zeit haben, ja, und Sie möchten wissen, wie möchte ich denn sprechen, ja, dann können Sie mir diese Frage stellen, ja, und dieser Roboter wird ganz automatisch ohne Ihre Hilfe für Sie einen Profit machen, ja, es ist klar, so, dann unsere zweite Möglichkeit, Sie können mit unserem Finanzenexpert mitarbeiten, ja, natürlich, und dieser Finanzexpert brauchen Sie mehr Zeit, ja, bis, von 2 bis 3 Stunden pro Woche, ja, es ist
es ist ganz okay, aber wenn Sie solche Zeit nicht haben, dann okay. Ja, verstehen Sie? So, aber mit unserem Finanzexpert können Sie bis 50% verdienen, ja, von Ihrem Handelskonto. So, dann, ich habe Ihnen alles über unsere Möglichkeit erzählt, ja? Haben Sie das verstanden? Und wenn ja, dann welche Möglichkeit passt zu Ihnen besser? Ja, haben Sie vielleicht mehr Zeit? Möchten Sie mehr mit uns mitarbeiten? Oder Sie haben keine Zeit? Es wäre besser für Sie, einen Roboter zu haben. Was denken Sie darüber? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, aber es ist keine Antwort. Verstehen Sie? Ich habe ihn gefragt, ja, welche Möglichkeit, erste oder zweite, passt zu Ihnen besser, ja? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ich habe zuerst eine Frage gestellt. Na ja, aber ich habe dann antwortet und dann habe ich Ihnen eine Frage gestellt. Können Sie mir bitte antworten? Verstehen Sie Deutsch? Oder vielleicht sind Sie von Ausland gekommen, ja, weil ich kann nicht verstehen, ja. Ich stelle Ihnen Fragen, ja, und Sie nur sagen, wie möchten Sie denn sprechen? Ja, es ist wie ein Wies oder verstehen Sie mich nicht? Ja, sagen Sie mir bitte, ich erst sagen kann auf Englisch, ja, aber wissen Sie, Englisch ich kenne ein bisschen schlechter als Deutsch. Sie sagen, es wäre besser, wenn Sie auch Deutsch sprechen, ja? Na, Sie können doch nicht mal Deutsch, sonst könnten Sie doch meine Frage beantworten. Ja, aber ich habe auf Ihre Frage beantwortet. Ja, nein. So, ja. Ja, nein. Ich habe auf Ihre Frage beantwortet. So, und dann stelle ich meine Frage. Und Sie haben auf meine Frage nicht beantwortet, ja? Vielleicht wissen Sie oder, ну, es ist mir nicht so wichtig, ja? Für mich wichtig ist, dass Sie, Ihre Frage wird beantwortet, ja? Und dann frage ich, ja, welche Möglichkeit passt zu Ihnen besser? Erste oder zweite? Ja, was zu Ihnen besser mit Robotern zu arbeiten oder mit Finanzexperten? Was sagen Sie? Also ich sage, ich habe das Gefühl, dass Sie eine völlig verdrehte Selbstanschauung haben und ja, kein Wort Deutsch verstehen, denn sonst könnten Sie ganz einfach meine Frage beantworten. Und ich habe ja immer noch keine Antwort auf meine Frage erhalten, sondern wissen Sie, wenn Sie mir meine Antwort nicht verstanden haben, ja, dann können Sie auch mir das sagen. Ich kann Ihnen noch einmal beantworten und beantworten. Das ist mein Job, ehrlich zu sagen, wissen Sie. Deswegen können Sie ganz klar das machen. Dann behaupten Sie die ganze Zeit, dass Sie Deutsch können und können nicht mal eine simple Frage beantworten. Also ich glaube, Sie sind da völlig fehl am Platz. Okay, so, wissen Sie, wenn Sie meine Antwort nicht verstanden haben, ja, es ist ganz okay, wissen Sie, ich kann Ihnen noch einmal beantworten, ja, dann können Sie bitte Ihre Frage stellen. Meine Frage lautet, wen möchten Sie denn genau sprechen? Tja, wenn Sie Ihr Mikrofon ausmachen, dann kann man Sie nicht hören. Ja, okay, wissen Sie, warten Sie bitte eine Minute Zeit, okay? So, ich würde dann zurückgeben. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Okay, so, okay, ich bin da. So, ich habe mir gefragt, wie möchten Sie denn sprechen? Was meinen Sie über diese Frage? Können Sie mir bitte ein bisschen deutlich sagen? Ja, ich meine damit, wen Sie genau sprechen möchten. Mit wem ich sprechen möchte? Ja, ich möchte mit Ihnen sprechen, natürlich. Ja, und wen genau? Weil mit Ihnen ist ja keine Antwort auf die Frage. Ah, wer? Okay, so. Hören Sie, mein Name ist Thomas. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Ja, haben Sie verstanden? So, von Handelsplattform FinWiz. Ja, es ist klar. Von wem sind Sie denn der Account Manager? Von wem bin ich Account Manager? Von Ihnen. Ja, und wen möchten Sie genau sprechen? Ich möchte genau mit Sie sprechen. Ja, wer bin ich denn? Sie sind meine Kunde. Ja, und welchen Namen möchten Sie am Telefon haben? Oder welchen Namen erwarten Sie am Telefon? Sie wissen doch gar nicht, ob Sie richtig sind. Gerald Geburtsfeller, ja? Ihr Name ist Gerald Geburtsfeller, ja? Richtig, der Herr Geburtsfehler. Also möchte ich mit Herrn Geburtsfehler sprechen. Genau. Okay, und was ist der Grund Ihres Anrufs? Grund ist meiner Anruf ist Ihre Registration bei unseren Handelsplattform. Sie haben schon von 20 Tagen registriert, ja, aber bis heute leider Sie haben kein Konto aktiviert, ja. Das passiert. Was ist los? Und vielleicht Sie haben etwas nicht verstanden
Oder haben Sie irgendwelche Probleme? Ja, oder Fragen auch. Ich kann Ihnen helfen, Ihre Probleme lösen. Ja, die Zoom ist. Ja, so, fragen Sie. Naja, ob Sie bei irgendwas helfen können, das bezweifle ich bei diesem Deutsch extrem stark. Aber bei welcher Plattform soll ich mich denn registriert haben? Wie heißt denn die Plattform? So, Sie haben vielleicht bei unserer Werbung Immediate Edge registriert, ja? Aber unsere Handelsplattform heißt FinWitz. Wie heißt die? FinWitz. Buchstabieren Sie das mal. FinWitz. Noch einmal, oder? Sagt mir nichts. Okay. Mhm. Vielleicht, Sie haben, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Sie haben gesagt, dass Sie haben das nicht gemacht, oder? Der Name sagt mir nichts. Name sagt nicht? Nun, wissen Sie, es kann sein, weil Sie haben über uns im Werbung gelesen, ja? Dort steht, ja, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie haben bei Immediate Age German registriert, ja? Und diese Ressource ist unsere Werbung, ja? Verstehen Sie? Nö. Es ist, wissen Sie, wie beispielsweise Apple, ja, iPhone und so weiter, Sie können das im Apple Store kaufen, ja, und auch Sie können das in andere Plätze, im Märkte kaufen und so weiter, ja. Es ist, Immediate Edge ist wie andere Plätze, ja, Sie können das auch dort und mit unserer zu sein. So, okay, wenn Sie das registriert haben, ja, ich habe Ihre Daten, ja, wissen Sie, Ihre Name, Ihre Telefonname, Ihre E-Mail-Adresse, ja, das bedeutet, dass Sie haben dort registriert, ja, und wenn Sie das dort registriert haben, das bedeutet, dass Sie an Finanzmarkt und Handel interessant ist, ja, es ist für Sie interessant. Habe ich richtig verstanden, ja, es ist klar? Nicht wirklich, nee. Hören Sie mich nicht? Ich muss lauter sprechen oder noch einmal sagen? Ja, Sie sprechen sehr undeutlich und mit sehr starkem... Aha, sehr, sehr undeutlich. Nun, entschuldigen Sie mir bitte, ja, für, dass ich Ihnen nicht deutlich ist, ja, aber, ja, ich kann Ihnen noch einmal und noch einmal sagen, ja, bis Moment, wenn Sie mir verstehen, ja. Okay, so, welche Fragen haben Sie? Okay, noch einmal. Sie haben auf unserer Werbungsplattform registriert, ja? Sie haben das gemacht. Selbst haben Sie das gemacht. Sie haben Ihre Daten dort hinterlassen. Mhm. Haben Sie das gemacht? Ja, Sie haben das gemacht. So. Wie das denn? Noch einmal bitte. Da können Sie bitte noch einmal sagen, ja? Ich habe mich verstanden. Tja, also, dass Sie behaupten, dass Sie Deutsch können, das ist ja stark witzig. Also, weiß man nicht so richtig, was mit anzufangen, ne? Ich weiß zwar nicht, wo man da so eine Evolutionsbremse auftreibt und warum man sowas dann ans Telefon setzt, aber da bekommt man definitiv Brokkoli in den Ohren. Naja, und was dann? So, können Sie mir bitte sagen, warum haben Sie auf unsere Finanzplattform, ja, ich kann das nicht verstehen, ja, möchten Sie bei uns mitarbeiten, ja, und Geld verdienen oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was Sie machen, wer Sie sind, was das soll, was der Anruf bringt, was ich davon habe. Aha. Ehrlich zu sagen, kann ich nicht verstehen, was Sie möchten, ja, zu machen. Ehrlich zu sagen. Na, zumindest können Sie schon mal die Taste von Ihrem Telefon bedienen, die das Mikrofon stummt. Aber mehr können Sie, glaube ich, nicht. Okay, wissen Sie, Sie möchten meine Deutschkenntnisse prüfen oder möchten Sie in unserer Handelsplattform mitarbeiten, ja? Ihre Deutschkenntnisse sind halt eine absolute Katastrophe, man versteht sie ja kaum. Okay, wissen Sie, Sie haben bei unserer Plattform registriert, um Deutschkenntnisse von unseren Mitarbeitern zu prüfen. Oder Sie möchten Geld verdienen bei uns? Ich kann nicht verstehen, ja. Was machen Sie? Genau das meinte ich. Was meinen Sie? Das, was Sie sagen. Dass ich verstehe, warum haben Sie das gemacht, nicht, ja? Sie auch verstehen, warum haben Sie das gemacht, nicht? Tja, schon dramatisch. Ja, ziemlich dramatisch, ja. Aber, wissen Sie, es ist, ja, kein Problem, ja, wissen Sie, wenn Sie bei uns mitarbeiten möchten, ja, dann, wirklich kein Problem. So.
dann vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen, die nicht mit Deutsch zu tun, sondern mit unserer, ja? Wo haben Sie denn die Daten her? Hallo, Herr Geld. Hören Sie mich? Ja, wenn Sie das Mikrofon nicht permanent ausmachen, dann höre ich Sie, ja. Noch einmal bitte. Wenn Sie das Mikrofon nicht permanent ausmachen, dann würde ich Sie hören, ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Sean Doffel? Ja. Sean, grüße Sie. Mein Name ist Philipp Schmidt, ich rufe Sie von GMA Prosen, wegen Ihrem Handelskonto hier bei uns. Aha. Sean, haben Sie 5 Minuten Zeit für mich? Ja, was ist denn das für ein Handelskonto? Oder für Sie? Ein Handelskonto, es geht um Investitionen, Bitcoin, so weiter und so fort. Was? Es geht um Bitcoin, Handeln, Investitionen. Ja, was denn da für ein Konto? Was meinen Sie? Ja, frage ich ja Sie. GMA Pros, Herr Toffel. Kenn ich nicht. Sie haben ein Konto hier aufgemacht. Wann denn? 23. Juni. Aha. Genau, 23. Juni, das ist schon eine lange Zeit. Ja, und was möchten Sie? Ich möchte Ihr Konto aktivieren, ich möchte das Interesse bei Ihnen erwecken und ich möchte, dass wir endlich starten, mit Ihrem Konto Geld zu machen. Aha. Was halten Sie davon? Ja, nicht viel. Warum nicht? Können Sie dann in einem halben Jahr anrufen? Nee, nicht wirklich. Wir haben schon jahrelang genug gewartet, oder? Was? Wir haben ja lange genug gewartet, oder? Denken Sie nicht? Ja, worauf habe ich denn gewartet? Nicht Sie, wir. Das Konto steht ja schon sehr lange. Und das ist schon lang genug. Denken Sie nicht? Ja, ist ja in Ordnung so. Das ist nicht in Ordnung. Sie hatten ja Ziele. Sie haben einen Grund, warum Sie diesen Konto aufgemacht haben. Sie wollten Geld machen und Sie hatten bestimmt ein bestimmtes Ziel davor. Ja. Hatten Sie nicht? Ja, nicht wirklich, nee. Was sagen Sie? Nicht wirklich. Wieso nicht wirklich? Ich denke nicht, dass Sie, Herr Toffel, einfach nur Ihre Daten irgendwo angegeben haben von nichts. Sie hatten bestimmt einen Grund. Bestimmt hatten Sie einen Ziel. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo drauf? Naja, was da so passiert. Aber war ja nichts Seriöses dabei. Wie ist das nicht seriös? Naja, Sie spielen 50% von dem Spiel, Herr Toffel. Naja, aber wenn da nichts Seriöses dabei war, habe ich mich da auch dementsprechend nicht weiter drum gekümmert. War derjenige, der für Sie zuständig, nicht seriös oder waren Sie nicht seriös? Oder habt ihr zusammen nicht das geschafft? Hängen ja, Sie zusammen auf? Okay, sind Sie seriös? Sache tut, wenn die Webseite nicht seriös ist. Die Webseite ist seriös, das kann ich Ihnen sichern. Ja, aber war ja vielleicht der vorherige Kontomanager spricht nicht für die ganze Firma. Herr Toffel, er spricht nur für sich selber. Wenn Sie seriös sind, dann kann ich Ihnen gerne zeigen, wie seriös ich bin. Ja, das schaffen Sie ja nicht. Warum nicht? Ja, weil der ganze Anruf ja unseriös ist. Mein Anruf? Ja. Wieso halten Sie von diesem Anruf, dass ich nicht seriös bin? Na, weil Sie ja Kaltakquise machen. Sie haben ja keine Anruferlaubnis. Nochmal bitte? Ja, Sie haben ja keine Anruferlaubnis. Sie haben doch ein Konto hier bei uns. Ja, aber deswegen haben Sie ja nicht automatisch eine Anruferlaubnis. Doch schon. Nee, dafür brauchen Sie eine Unterschrift. Das haben Sie gemacht, als Sie Ihren Daten bei der Webseite eingegeben haben. Ja, aber das ist ja keine Anruferlaubnis. Na doch, wenn Sie Ihre Nummer eingeben, dann was heißt das? Jetzt bestimmt nicht vor Dekoration oder Informationen aufholen. Bestimmt nicht einfach nur... Und alleine, dass Sie sich damit auskennen, macht das Gespräch ja schon Herr wieder... Toffel. Sie haben doch vor einer Minute gesagt, dass Sie seriös sind. Na, Sie sind ja nicht seriös. Doch bin ich. Nee. Doch bin ich. Nee. Ich hoffe, dass Sie seriös genug sind, dass Sie sich mit mir halten können. Sie sind ja nicht seriös, das ist ja alles da Betrug bei Ihnen. Entschuldigung, wie ist das Betrug? Naja, Sie drücken ja große Leute ab. Wer ist das ja nicht? Nochmal? Sie zocken ja bloß die Leute ab, mehr ist es ja nicht. Warum denken Sie, dass wir die Leute abzocken? Ja, ist halt so, wenn man eine unseriöse Webseite hat.
Aber das ist doch nicht wahr. Na klar. Das ist nur Ihre Meinung, Herr Toffel. Nee. Oder Entschuldigung, das ist doch die Meinung, die für Sie aufgebaut wurde von den unseriösen vorherigen Kontomanagern. Ja, das sind ja so welche wie Sie. Aber wie nochmal gesagt, der vorherige Kontomanager spricht nicht für die ganze Firma. Ja, aber Sie rufen doch illegal an, also sprechen Sie doch auch für die Unseriösität. Was sagen Sie da, Herr Toffel? Sie sagten doch, dass Sie seriös sind. Dann lassen Sie uns über seriöse Sachen sprechen. Ja, aber Sie sind doch nicht seriös. Wie will man denn da über seriöse Sachen sprechen? Natürlich bin ich seriös. Und ich möchte nur Geld machen. Ja, genau. Sie drehen sich nur um einen Kreis. Sie wollen nur Geld Sie machen. Sie drehen sich nur um einen Kreis. Und ich versuche direkt zum Punkt zu gehen. Der Punkt ist, dass Sie kriminell sind. Kriminell ist jeder, der hinter Geld geht, oder? So ist es heutzutage. Jeder, der nach seinem Interesse interessiert ist, jeder, der versucht, wirklich noch Geld zu machen, wurde von unseriösen Leuten kriminell genannt. Ja, Sie sind ja die unseriösen Leute. Ich bin sehr seriös. Nee. Und ich nenne mich selber nicht kriminell. Und ich nenne Sie nicht kriminell, weil Sie Geld durch Handel machen mussten. Ja, aber Sie sind ja trotzdem kriminell. Kriminell schon. Also davon bin ich sehr stolz. Aha. Weil kriminell heutzutage anscheinend ist jeder, der erfolgreich ist. Nee, jeder, der erfolgreich ist, jeder, der seriös, was seine Arbeit angeht, was nee, Geld angeht. Der unseriös ist. Nein, ich bin kriminell, aber ich bin sehr seriös. Nee. Ich bin kriminell in meiner Art und Weise. Ja. Weil ich klaue das Geld von dem Market, Herr Toffel. Und wenn Sie auf meiner Seite stehen, dann würden Sie auch einen Teil davon nehmen. Nee, Sie klauen das Geld von den Leuten. Nein, Quatsch, Herr Toffel, dann bin ich schon lange im Knast, oder? Nö, da kümmert sich ja keiner drum, das ist ja das Problem. Wie kümmert sich doch keiner drum, Herr Toffel, was sagen Sie? Den Knast kommt. Es gibt bestimmt Betrüger da draußen. Ja, und es gibt bestimmt Leute, die unseriös sind. Aber die gehen alle im Knast. Die gehen alle im Knast. Herr Toffel, Sie haben ein Konto mit uns schon seit Juni. Ja, aber Sie gehören doch auch. Seit Juni. Dass wir heute reden, heißt das, dass die Firma noch steht, dass die Firma noch aktiv ist. Ja, weil sie halt immer noch den Betrug durchziehen unter dem Namen, aber das dauert ja nicht lange, da ändern sie den Namen. Den Namen kann man ändern, aber das hat doch nichts damit zu tun, ob wir erwischt werden oder nicht. Doch. Sie verstehen ja schon, dass der Name gehört zu einer Mutterfirma. Diese Mutterfirma kann nie geändert werden. Sie sind ein Krimineller und ein Betrüger und mehr nicht. Ich bin Krimineller, aber kein Betrüger. Mhm. Kriminell als einen Freund haben, Herr Toffel, ist das Beste. Ist das beste Freund, was Sie haben konnten. Sie sind einfach nur ein Betrüger, mehr nicht. Und ziemlich armselig noch dabei. Ich bin kein Betrüger. Doch. Ich bin kriminell. Das klar. Kann sein. Das kann man schon so verschreiben. Aber Betrüger bin ich nicht, Herr Toffel. Doch? Nein, bin ich nicht. Das nennt man übrigens bandenmäßigen Betrug, was Sie da machen. Gewerbsmäßig. Wie sind Sie drauf gekommen? Betrüger. Sie rufen illegal an. Wie rufe ich illegal an? Erklären Sie das. Ich bin das schon erklärt. Herr Toffel, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Das geht Sie nichts an. Was machen Sie beruflich doch? Was hat das? Nichts an. Sind Sie so sensibel oder was ist das Problem? Das geht Sie einfach nichts an. Sie sind von doch Betrüger. Einfache Frage. Okay, ich bin vom Beruf Betrüger. Was machen Sie beruflich? Das sage ich Ihnen nicht. Was halten Sie davon, wenn Sie durch Ihre Arbeit, nur durch Ihre Arbeit machen, Betrüger genannt werden? Was halten Sie davon? Was würden Sie erwarten? Das passiert ja nicht, weil ich ehrlich arbeite. Tue ich auch, aber trotzdem Leute wie Sie nennen Sie mich Betrüger. Ja, dann überlegen Sie vielleicht mal genau, warum die Leute Sie so nennen. Jetzt haben Sie ja verraten, dass... Ich frage Ihnen doch, warum. Naja, weil Sie sich einfach so verhalten wie ein Betrüger und illegal anrufen. Sie haben keine Anruferlaubnis. Sie haben Ihre Daten bei uns in der Firma angegeben. Das ist trotzdem keine Bestätigung dazu, dass Sie anrufen dürfen. Sie brauchen in Deutschland dafür ein Double Opt-in. Oder Wahlweise. Aber Herr Toffel, da liegt das Problem. Und das Missverständnis.
Das ist eine internationale Firma und wir arbeiten nicht nach den Regeln. Keine Rolle, Sie dürfen in Deutschland international nicht in Deutschland anrufen. Nein. In Deutschland anrufen. Nein, natürlich dürfen wir das. Nein, Herr Töffel. Herr Töffel, wir sind eine internationale Online-Firma. Sie brauchen da gar nicht mit mir diskutieren. Ich kenne mich damit rechtlich aus. Anscheinend tun Sie doch gar nicht. Was? Nein, tun Sie gar nicht, Herr Töffel. Sind Sie beeindrucken mich mit Ihrem blödsinnigen Gelaber nicht? Es sind kein Gelaber. Ich versuche nur Ihren... Ich versuche nur Ihre Ansage noch zu beantworten. Entschuldigung, wenn die Antworten auf Ihre blödsinnige Angaben und Ansagen Gelaber noch klingt. Nochmal? Was nützt das, wenn Sie falsch antworten? Ich antworte nicht falsch. Doch. Ich antworte nicht falsch. Ich gebe Ihnen nur die Fakten, was Sie anscheinend nicht selber wissen. Tja, da sollten Sie sich mal besser informieren. Toffel, ich arbeite in diesem Geschäft seit ungefähr 9 Jahre, also bitte erzählen Sie mir nicht. Also erstens arbeiten Sie da nicht 9 Jahre, weil die Firma gibt es auch gar nicht so lange, das ist komplett Blödsinn. Ich arbeite seit 9 Jahren. Ja, ich arbeite seit 9 Jahren. Ich habe nicht gesagt, ich arbeite bei dieser Firma seit 9 Jahren. Ja, sehen Sie, wie Sie Ihre eigenen... Arbeiten? Die Information Sie sammeln Ihre eigenen... zu tun gehabt. Sie sammeln Ihre eigenen Impressionen über uns selber, ohne dass Sie dafür fragen. Ohne dass Sie uns danach fragen, diejenigen, die eigentlich die Antwort haben. Sie tun das nicht, sondern Sie sammeln Ihre eigene Meinung selber. Das hat nichts mit Meinung zu tun, das ist deutsch. Und dann behalten Sie das, als ob das die Wahrheit ist. Mhm. Aber ist es doch gar nicht. Sie rufen aber illegal an. Ich rufe nicht illegal an, Herr Toffel. Wir sind eine internationale Online-Firma. Das spielt damit keine Rolle. Wer nach Deutschland telefoniert oder auch nach Deutschland irgendwas verkauft oder anbietet, muss sich an deutsches Gesetz halten. Nicht, wenn dieser deutsche Mann an uns gekommen ist und nicht andersrum. Doch. Sie haben ja nicht die Erlaubnis. Doch nicht, Herr Toffel. Herr Toffel, Sie haben Ihre Daten bei uns eingegeben. Das spielt ja keine Rolle. Doch, spielt das eine Rolle. Das spielt überhaupt. Sie sind ein Kunde von uns. Ein Kunde bei einer finanziellen Firma. Die einfach nur Gelegenheiten sucht, nach mehr Geld zu machen. Herr Toffel, wenn Sie so wirklich so stark überzeugt sind, dann tut mir wirklich leid für Sie. Ich kann schon zugeben und zustimmen. Nochmal? Ich tue mir nicht leid, weil ich bin auf den Betrug wenigstens nicht reingefallen, wie alle anderen Menschen oder viele Menschen. Das denken Sie nur. Ist so, das denke ich nicht nur. Nee, das denken Sie. Was meine Meinung sagt, sagt, dass Sie jetzt gerade eine sehr große und gute Gelegenheit verlieren. Nur weil Sie über etwas überzeugt sind, was gar nicht mit der Wahrheit zu tun ist. Das ist ja komplett lächerlich. Na, ist es nicht, wenn Sie so stark von Ihrer eigenen Meinung überzeugt sind, dann klingt das für Sie nur lächerlich. Aber lächerlich ist das doch noch nicht. Was lachen sich ganz viele Menschen über Sie auf YouTube kaputt? Das kann sein. Jetzt aber was interessiert das mir, was die Leute sagen doch, oder was die Meinung ist? Ich bin jemand, der nach Geld sucht, wie Sie sagen, schon kriminell, weil ich bin genauso wie ein Tier und ich bin hinter die Gelegenheiten genauso wie ein Tier. Nennen Sie mich kriminell, nennen Sie, was Sie wollen, aber ich bin kein Betrüger. Ich mache mein Geld auf den richtigen Weg. Ich bin einer von den besten Leuten, die je schon mit dem Market gehandelt haben, Herr Tuffet. Und dafür habe ich lange gearbeitet, um diesen Skills noch aufzubauen. Und dann kommt jemand wie Sie und sagt einfach nur Betrüger, Herr Tuffet. Wenn Sie nur 10% von der Arbeit machen, was ich mache, dann werden Sie schon wie ein ganz, ganz, ganz kleines Baby nach 2 Stunden schlafen. Das stimmt. Naja, wenn Sie auch nicht Ihre Augen doch verlieren. Ich sitze schon vor 6 Monitoren, schon fast 7 Tage, Herr Töffel. Aber leider muss ich mit Leuten wie Sie sprechen. Leider muss ich mit Leuten wie Sie sprechen, weil ohne eure Geld kann ich doch kein Kontos aufbauen. Ja, Sie sind und ein Land kann alleine nicht klatschen, Herr Töffel. Und Sie sind nichts anderes als ein kleiner Callcenter-Mitarbeiter, der die Leute anruft, mehr nicht. Ein Callcenter hat die Firma schon, damit wir mit euch sprechen können. Ja, das stimmt. Das bist du ja. Aber nicht nur ein Callcenter.
Aber nicht nur ein Callcenter hätte. Trotzdem peinlich, was du da machst. Naja, wenn du 10% von dem Geld machst, was ich mache, dann wirst du doch anders denken. Nee, ich glaub nicht. Ich kann wirklich nicht vernünftig schlafen. Herr Toffel, glaub mir. Glaub mir. Glaub ich sowieso nicht. Nach der harten Arbeit, das ich jeden Tag mache, egal was ich mache und egal was ich davon denke, ich werde schon wie ein Baby schlafen. Weil mein Körper und mein Gehirn, mein Kopf ist schon davon kaputt und meine Tasche ist voll. Traurig, du solltest dich was schämen. Schämen, Herr Toffel, warum? Ja, weil du die Menschen betrügst. Lächerlich, wie überzeugt du davon bist. Das ist so. Das ist lächerlich. Weil der vorherige Manager nicht seriös war, oder weil sie ein paar schlechte Reviews im Internet gelesen haben. Und wie ein ganz naiver Mensch schon das sehr so glauben, das ist doch ihre Schuld, Herr Toffel. Wenn sie wie ein naiver Mensch einen kleinen Kommentar auf dem Internet gelesen haben und so stark dran glauben und nicht selber schauen, ob diese Gelegenheit doch stimmt oder nicht, dann was genau ist lächerlich? Wenn ich hier zu Ihnen mit einer Gelegenheit komme, wo Sie mit 10.000 eventuell nach dem richtigen Weg 50.000 Euro verdienen können, netto in Ihrer Tasche. Wenn ich mit so einer Gelegenheit zu Ihnen komme und dass Sie nicht mal ernst nehmen, um das mindestens zu probieren und schauen, ob es stimmt oder nicht, dann Entschuldigung, Herr Toffel, das finde ich lächerlich, nicht das, was ich tue. Ja, doch, alles, was du sagst, ist einfach nur komplett lächerlich. Ist es doch gar nicht, das ist doch wahr. Man kann bei euch kein Geld verdienen. Man überweist euch Geld, doch kann man schon. 50 Euro, 500 oder 1000 und dann seid ihr weg. Oder ihr meldet euch nochmal und man soll ein bisschen nachschieben und dann seid ihr spätestens weg. Man kann bei euch kein Geld auszahlen. Das ist alles Lug und Betrug und das weißt du selbst. Herr Toffel, ich habe einen Kunde mit mir, der schon in dieser Firma alleine seit anderthalb Jahren arbeitet. Ihr habt 0,0 Kunden, ihr habt nur Betrugsopfer. Herr Toffel, ich treffe mich persönlich mit ein paar von meinen Kunden. Ja, weil die seriös sind und ich auch genauso. Aber nicht jeder in der Firma macht das. Weil natürlich wie nicht jeder Kunde seriös ist. Stolz auf dich, dass du kriminell geworden bist. Ja. Nochmal? Ob deine Eltern auf dich stolz sind, dass du kriminell geworden bist und Leute betrügst. Herr Toffel, es geht darum, um Geld zu machen. Es geht nicht darum, was die Leute über dich denken. Wenn du das Richtige machst und am Ende erfolgreich bist, warum interessiert das dir, was die Leute davon im Internet erzählen? Habe ich dich betrogen? Habe ich dich verarscht? Du versuchst? Nein, ich versuche das doch. Du brauchst dich gar nicht aufreden. Herr Toffel, tue ich nicht. Doch? Tue ich gar nicht. Ja, klar. Naja, das ist Ihre Meinung. Wenn das nicht ändern kann, dann es tut mir leid. Ja, mir nicht. Mir schon. Ja. Weil du nichts an mir verdient hast. Deswegen tut es mir leid, richtig. Nee, nicht wirklich, Herr Toffel. Am Ende, das war ein ganz nettes Gespräch. Ich habe mit jemandem gesprochen, der schon von mir etwas denkt. Du bist nicht der Einzige, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, weiß ich. Ich bin sehr professionell, dass ich diesen Anruf einfach hinter mir habe. Professionell würde ich jetzt ich auch nicht kennen. Naja, jeder hat seine Meinung, Herr Toffel. Jeder hat seine Meinung. Schon mal ein bisschen anständiger als die ganzen anderen Kakerlaken. Die erzählen ja mal was von Hurensohn und so. Na, wie ich schon gesagt habe, wie nicht jeder Kunde seriös ist, nicht jeder Kontomanager, nicht jeder Broker ist auch seriös. Herr Toffel, das ist zu den Seriösen. Nochmal? Du gehörst ja nicht zu den Seriösen, sonst würdest du nicht anrufen. Nee, Herr Toffel, nochmal. Das ist nur Ihre Entscheidung und Ihre Meinung. Nee, ist nicht nur meine Meinung. Doch, ist es und das ist nicht die Wahrheit. Aber nochmal, wenn ich das nicht ändern kann, dann tut mir wirklich leid. Das aber wie gut, dass du gleich auf den Firmennamen gesagt hast, dann kann ich das gleich direkt in der Titelbeschreibung bei YouTube stellen. Keine Ahnung, das geht an Sie. Wie Sie damit umgehen, was Sie damit machen, das geht an Sie, Herr Toffel. Ja, genau. Aber ich fände es wirklich, wirklich erstaunlich, wie stark jemand an etwas denken kann und von etwas überzeugt sein kann und egal was man hört und egal ob man die Chance hat, das selber zu probieren, zu bestimmen, wird man das doch noch nicht machen.
weil man einfach von einem Internetkommentar so stark überzeugt ist. Das hat nichts mit Internetkommentar zu tun. Das hat was damit zu tun, dass hier am Tag locker 30 bis 40 Betrüger anrufen, die ich alle auf YouTube live stelle. Du glaubst doch nicht, dass du wirklich mit dem Charakter sprichst, den du da am Computer stehen hast. Was meinst du? Oder was meinen Sie? Der Datensatz wurde da mit Absicht platziert, damit so Leute wie du anrufen. Herr Tuchel, Entschuldigung für die vorherigen Kontomanagern, die mit Ihnen gesprochen haben. Entschuldigung für die Meinung. Da gehörst du ja dazu. Die die entwickelt haben, aber nochmal, tut mir leid, dass ich das nicht ändern kann. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss, Sikorski. Danke und ciao. Das war's schon mit unserem Hörspiel. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, dann siehst du jetzt hier noch eine etwas größere Playlist mit einer viel größeren Auswahl an noch viel weiteren Videos. Schau auch dort gerne noch einmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.